Schafft das Forum Waffenrecht ab. Ja, liebe Freunde, heute bitte ich euch um Mithilfe bei einer Petition, die ich gemeinsam mit meinem Mitstreiter Tactical Dad gestartet habe. Es geht um das Forum Waffenrecht, auch bekannt als BZL, und auch um den VDB, obwohl ich betonen möchte, dass die Petition in keiner Weise mit dem VDB abgestimmt wurde. Ja, seit dem Rauswurf des VDBs aus dem FWR, ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Video, bin ich entschiedener Gegner des FWR. Aber auch früher fand ich stets, dass das FWR eine wirklich schlechte Performance hinlegt. Ja, nicht nur kriegt man den Allerwertesten nicht hoch, trotz horrender Einnahmen durch die vielen Beiträge und Spenden. Tja, stellt euch mal vor, sogar ein ganzes Haus haben die geerbt. Nein, sie biedern sich den Gesetzesverschärfern geradezu an. Stimmen neuen Repressalien begeistert zu, solange nur gesichert ist, dass weiter allen Sportschützen eine Mitgliedschaft in den Sportverbänden aufgezwungen wird. Ja, wegen der Kohle, ist klar. Seit der Gründung vor fast 30 Jahren hat das FWR aus meiner Sicht nicht für, sondern gegen die Interessen der Waffenbesitzer gearbeitet. Das muss nun ein Ende haben. Wir fordern daher die Auflösung des FWRs und bitten alle Mitglieder, ganz gleich, ob das Verbände, Unternehmen oder private Fördermitglieder sind, um den sofortigen Austritt aus dem FWR. Je schneller dieser unsägliche Verein für immer die Pforten schließt, umso eher kann der VDB mit echter Lobbyarbeit endlich bessere Zustände für die gesetzestreuen Waffenbesitzer erreichen. Wir, der Tactical Dad und meine Wenigkeit, haben den Eindruck, dass an der Spitze des FWR ein paar satte und gut bezahlte Funktionäre sitzen, die sich selbst feiern, aber von der Basis ihrer Mitglieder meilenweit entfernt sind. Tactical Dad hat einen Informanten im inneren Kreis des FWR und bekommt viele, viele schockierende Internas mit. Ja, so ein richtiger Leak. Seine entsprechenden Videos habe ich verlinkt. Dieser Verein muss liquidiert werden, im Sinne des Interesses aller Waffenbesitzer. Deshalb brauchen wir eure Hilfe. Ja, bitte zeichnet die Petition. Unser Ziel sind 5.000 Supporter, auch wenn die Plattform fälschlicherweise 50.000 Supporter als Quorum für Deutschland vorgibt. Ja, das ist so die Standardeinstellung. Ja, wir haben eine Änderung beantragt. Also 5.000 sind das Ziel, nicht 50.000. Den Link zur Petition findet ihr hier. Also, falls ihr Mitglied im FWR seid, bitte tretet aus. Falls ihr noch kein Mitglied im VDB seid, bitte tretet ein. Die tun was und mit 3 Euro im Monat könnt ihr den Kampf gegen das unfaire Waffengesetz unterstützen. Nieder mit dem VWR. FWR, Entschuldigung. Es lebe der VDB. Danke und bye bye.